Ja, mein Name ist Holger Thüß. Ich bin Kurator hier am Museum für Naturkunde in Stuttgart und zuständig in der Botanik für alles, was nicht blüht, aber trotzdem irgendwie zu Pflanzen oder Pilzen dazugerechnet wird. Meine Lieblingsorganismengruppe sind die Flechten. Das sind sehr bunte Gestalten oft. Wobei streng genommen geht es da um zwei verschiedene Organismen, mindestens zwei. Einerseits einen Pilz, so wie hier dieser orangene Fleck. Der hat kleine Fruchtkörper wie jeder Pilz. Die Sporen, die er dann produziert, haben dann allerdings ein Problem. Die müssen auskeimen und dann einen passenden Partner finden. Die komplette Flechte wird nur gebildet, wenn eine passende Alge von dem Flechtenpilz gefunden wird. Und solche passenden Algen, die haben wir auch aus existierenden Flechten isoliert, um die gezielt zu studieren. Und die sehen dann im Labor so aus. Das sind kleine grüne Kolonien. Die sehen alle ziemlich ähnlich aus auf den ersten Blick. Im Mikroskop wird es dann schon bunter. Aber um die ganze Vielfalt zu verstehen, muss man dann oft ins Molekularlabor gehen. Und dann erschließt sich erst die ganze Diversität von diesen Algenpartnern, aber auch von den damit assoziierten Pilzen. Flechten sind also Pilze, die mit Algen oder Cyanobakterien zusammen eine Lebensgemeinschaft bilden. Oft kommen dann noch zusätzliche Pilze als Mitbewohner in diese Organismen-WG hinein. Und die ganze Vielfalt dieser Mikroorganismen in den bunten Flechtenlagern, das fangen wir erst jetzt an zu verstehen. Und da ist oft dann Laborarbeit mit verbunden. Auf den ersten Blick ist es wunderschön bunt. Wenn man ins Detail geht, dann wird es aber erst richtig mega divers. Auf Dachziegeln momentan, wo man etwas länger in den Wohnungen sitzt, fällt einem das vielleicht auch etwas stärker auf. Da sind heutzutage wieder sehr schöne, bunte Arten vertreten, die passenderweise hier auch schöne deutsche Namen haben. Das Graue hier zum Beispiel, das ist der Ziegelschönfleck. Darum das orangefarbene, der trügerische Schönfleck, die hier flächendeckend die ganze Dachziegel praktisch verdecken. Früher, noch vor 10, 15 Jahren, sah das alles sehr anders aus. Ich selbst komme aus dem Randbereich des Ruhrgebiets und Dachpfannen dort sahen früher meistens einfach nur grau aus und so gelbe Flecken. Hier ist die sogenannte Zierlich-Gelbflechte. Die ist tatsächlich in meiner Anfangszeit, als ich mit Flechten begann, in den 1990er Jahren, eine Rarität gewesen. Heute dagegen sehr, sehr häufig. Wie kommt das? Das hat zu tun mit Verbesserungen der Luftqualität. Wir haben heute nicht mehr den Einfluss des sauren Regens in dem Ausmaß, aber wir haben Stickstoff in der Luft. Stickstoff wird von vielen Flechten nicht gut vertragen. Beispiele sind hier diese sehr bunten Flecken, die sogenannten Landkartenflechten. Die findet man normalerweise eher in den Alpen oder im Schwarzwald. Das ist allerdings aus Bottnang, aus Waldrandnähe. Und das zeigt, dass selbst dort schon die Luftqualität relativ gut ist. Wenn wir in ackerbaulich geprägte Regionen kommen, auf den Feldern zum Beispiel, da würden wir dann tatsächlich einen Wechsel der Farben auf den Dächern wahrnehmen. Und das ist so ein Beispiel, wo halt tatsächlich die Gruppe der Schönflecke eine größere Bedeutung hat. Und das ist selbst aus dem Fenster auf den Dächern oft schon sehr schön zu sehen. Die Flechten wachsen sehr, sehr langsam, in der Regel nur Bruchteile eines Millimeters. Und gerade am Beispiel der Landkartenflechte kann man das sehr schön sogar benutzen zum Datieren von Felsen im Gebirge, von Moränen, von eiszeitlichen Gletschern, aber auch von Bauwerken. Und wir können anhand des Durchmessers der Landkartenflechten abschätzen, wie lange ein Dachziegel schon auf dem Dach gelegen hat. Nur sehr wenige schaffen es überhaupt, auf Dächern sich zu etablieren. Selbst 20, 30 Jahre sind für Flechten eine relativ kurze Zeitspanne. Das bedeutet auch, die bilden so wenig Biomasse, dass für das Dach selber die Flechte überhaupt kein Problem darstellt. Umgekehrt ist es eher so, dass wir in unserer Landschaft viele menschlich geprägte Lebensräume haben, wenig naturbelassene Felsen.
Und tatsächlich ist es so, dass auf naturbelassenen Felsen, hier ist ein Beispiel einer Bachwarzenflechte aus einem natürlichen Gewässer, die sind relativ selten geworden, denn nur wenige Flechten schaffen es überhaupt, auf menschengemachten Substraten zu überleben. Das ist auch einer unserer Forschungsschwerpunkte. Wir wollen schauen, gibt es bestimmte Verwandtschaftsgruppen, die besonders erfolgreich mit menschengemachten Substraten klarkommen, zum Beispiel Dachziegeln, und welche Arten, wie viele Arten sind wirklich an natürliche Substrate, an natürliche Felsen, natürliche Waldgemeinschaften gebunden. Das ist einer unserer Forschungsschwerpunkte. Und allein anhand der Farbenvielfalt auf den Dächern, das kann schon ein bisschen Information über den Zustand der umgebenden Umwelt liefern. Haben wir diese knallig orangefarbenen Farben, dann sind es in der Regel nährstoffreiche Lebensräume. Haben wir eher gedeckte Farbtöne, vielleicht sogar mit der Landkartenflechte dabei, das sind dann schon sehr positive Zeichen, die auf einen relativ geringen Nährstoffeintrag und damit relativ saubere Luft, selbst hier im urbanen Randbereich, hindeuten können. Ja, und mit diesen Eindrücken möchte ich dazu ermuntern, verstärkt auch auf die sonst gerne übersehene Gruppe der Flechten zu achten und die Zeit, die man jetzt vielleicht etwas mehr hat, zu nutzen, um die übersehene Vielfalt kennenzulernen. Ja, und deswegen kann ich nur viel Spaß beim Entdecken wünschen.